Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Videotrainingsworkshop.de. In dieser Podcast-Episode möchte ich euch eine kurze Zusammenfassung meines Vortrages Verschlüsselung von Time Machine Volumes mittels PGP auf der Mac Consumer 2010 zeigen. Viele E-Mails haben mich erreicht mit der Bitte, Mensch, ich konnte nicht auf dieser Mac Consumer Show in Stuttgart sein, mach doch bitte eine Podcast-Episode. Wie funktioniert dieses PGP-Prinzip? Das könnt ihr auf der Internetseite www.videotrainingsworkshop.de unter Gratiskurse einmal hier als ZIP-Archiv herunterladen. Hier wird noch die Version 8.1 beschrieben. Das ist aber nicht weiter tragisch, denn die Version 10, die es jetzt derzeit für macOS X 10.6.5 gibt, funktioniert vom Grundprinzip her genau so, sieht grafisch nur ein wenig anders aus. Okay, ich habe nun hier, ihr könnt es sehen, auf meinem Desktop mein Fluxkompensator-Volume, also mein Time Machine-Volume. Und das soll jetzt verschlüsselt werden. Warum? Ich sitze hier gerade an meinem Laptop, an meinem kleinen weißen MacBook. Und das nehme ich natürlich immer mit. Und damit ich auch eine Sicherung unterwegs habe, trage ich eine externe Festplatte mit mir rum. Das ist so ein kleines 2,5 Zoll Laufwerk. Und das soll aber, wenn das mal entwendet wird, natürlich gesichert sein. Das funktioniert, indem ich jetzt einfach mal mein PGP-Desktop-Programm hier öffne. Und dann die Funktion PGP Disk auswähle. Ich habe hier die Möglichkeit, neben der gesamten Festplattenverschlüsselung auch noch einen PGP Container anzulegen. Dann wird nur ein bestimmter Bereich der Festplatte verschlüsselt. Mit Klick auf Laufwerk verschlüsseln kann ich nun die Festplatte, auf der ich mein Time Machine Laufwerk hier habe, auswählen. Und das geht übrigens auch, wenn schon Daten auf dem Laufwerk sind. Also die Festplatte muss dafür nicht leer sein. Und ich kann bestimmen, ob ich dieses Laufwerk mit meinem öffentlichen Schlüssel oder einem Passwort verschlüsseln will. Ich klicke jetzt mal auf Passwort und wähle Fortfahren und bestimme, für wen das verschlüsselt werden soll. Für mich natürlich. Ups. Hatte ich wieder ein Too Many Fingers on Keyboard Error. Und dann gebe ich jetzt mein Kennwort ein, was ich benötige, um die Festplatte wieder zu entschlüsseln. Dann klicke ich auf Fortfahren und wähle Verschlüsseln. Wenn ich das jetzt mache, brauche ich ganz viel Zeit. Das heißt, ich muss mindestens bei, sagen wir mal einer Größe von einem halben Terabyte, also 500 Gigabyte, knapp eine Nacht lang warten. Das ist nicht weiter schlimm, weil nachts schlafe ich meistens und da kann der Rechner dann arbeiten und das Laufwerk verschlüsseln. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe das schon mal für euch vorbereitet und ich schließe euch daher jetzt einmal kurz das Laufwerk an und zeige euch, wie sich der Rechner dann meldet. Kurze Pause. So, die kurze Umbaupause ist vorbei und ich habe jetzt gerade das verschlüsselte Time Machine Laufwerk angeschlossen und das PGP Programm meldet sich nun und möchte, dass ich hier mein Kennwort eingebe. Das mache ich jetzt mal und bestätige das mit OK. Und jetzt wird mein Time Machine Laufwerk entschlüsselt auf meinem Desktop gemountet. Ich kann jetzt ganz normal wieder mein Time Machine laufen lassen und sobald ich das Fluxkompensator, also das Time Machine Laufwerk, hier aus meinem Rechner wieder entferne oder auswerfe, ist dieses Laufwerk auch wieder sofort verschlüsselt. Ja, ihr bekommt dieses PGP Desktop auf der Internetseite des Herstellers und zwar unter www.pgp.de. Ah, jemand steht gerade hier auf der Internetleitung, scheint einen Moment zu dauern. Jetzt kommt was, wunderbar. Ich gehe hier mal auf den Store. Und da legt ihr euch einfach die PGP Whole Disk Encryption in den Warenkorb. Das Paket kostet 110 Euro einmalig
Und ihr könnt damit alle möglichen Datenträger, sogar die interne Festplatte eures Macs, also das Startvolumen, ebenfalls verschlüsseln. Das heißt, wenn ihr den Rechner einschaltet, gerade bei meinem MacBook liebe ich diese Funktion, kommt eine Passwortabfrage. Und wenn man dieses Passwort nicht kennt, kommt man auch nicht an die Daten und das System fährt gar nicht erst hoch. Ja, das war es für dieses Jahr. Ich habe bewusst einmal das Datum eingeblendet gelassen. Das Jahr 2010 neigt sich dem Ende. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Jahr wieder treue Podcast-Zuschauer und ich sage bis zum nächsten Mal.